Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einem ganz neuen Video. Ich will heute zeigen, wie man den Setra N 415 NF in OMSI installieren tut, da viele Probleme aufgetreten sind. Habe ich auf Facebook in der Fanpage von OMSI gesehen. Als allererstes gib mir in den Browser und ja, ich war bei Altus, ne? Okay. Das ist jetzt keine Werbung für Altus oder so, nein, 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 die bezahlen mich nicht. Ich war nur auf Altus, ja. Also braucht euch keine Sorgen zu machen, dass mein Kanal jetzt gesperrt wird oder so, deswegen. Was wird denn das, Alter? Wir machen was ganz Neues da. So, als erstes geht man dann auf den Omni, der Omnibus-Simulator, diese Startseite, Forum. So, dann geht man auf neue Busse, war das, glaube ich. Yep, dann geht man hier drauf. So. So, dann sieht man hier schon mal die Bilder, ne? So, wie das so aussieht. Dann geht man hier, ich bin ein Keks drauf. Und dann die Startseite von Arne J. So. Dann geht man auf die Downloads. Hier drauf. Hier drauf gehen. Und dann kann man hier die ganzen verschiedenen Busse sehen und die ganzen Busmods hier halt eben. So, und dann hier ist der Setra. Ja, hier ist schon der Patch, den habe ich noch nicht installiert. Dann geht man hier nur drauf, hier draufklicken, auf diesen Setra, auf das Bild. Weil dann download, sollte der direkt downloaden. So, dann hat man in dem Download-Ordner die Dateien. Warte, bei mir ist er aber hier. Die Datei vom Setra, hier. Die Setra-Release-Version hat man dann. So, die entpackt man mit WinRAR. Doppelklick, wenn man das hat. So, dann hat man hier die Setra Release Version. Dann geht man hier auf die README, sollte man am besten auch lesen. Ja, Setra NF von OMSI 2. So, frohe Weihnachten wünsche an uns. Ja, Dankeschön zurück auf jeden Fall. Nun kommen wir zur Installation. Als erstes solltet ihr den Helvetia herunterladen. Ich packe das mal alles in die Beschreibung eventuell. So. Ja. Und den Soundpack auch. So. Und dann den Ordner vom Facelift, den ihr gerade für den Setra installiert habt, in Setra NF umbenennen. So. Und dazu habt ihr halt eben den Citaro Facelift Ordner. Und Moment, ich zeige das mal gerade dann an meinem OMSI Ordner hier. So, Vehicles, Citaro, wo ist er? Das muss er sein. So. Ne, das ist er nicht. Das ist er. So, und dann hat man hier solche Busdateien. Punkt Busdateien, ne? Und die sollte man alle löschen. Und dann am besten Backup machen, neuen Ordner machen, halt eben hier auf Desktop kopieren, so dass der nicht aus dem Ordner draus ist. Und dann die Desktop-Datei, wie ich hier gemacht habe, öffnen, Busdateien löschen, Setra umbenennen und dann hat man so einen Setra-Ordner. Da muss man alle Dateien vom Setra. Moment. Hier. Sieht man hier die Setra-Dateien, die ich drin habe, einfach reinschieben und schon kann man mit dem Bus fahren. So, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit dem Bus, ja, und wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob dann noch ein Video dazu vorkommt, aber ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf Tschüss und auf Wiedersehen.